Wasser, Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Kingdom Hearts komplett. Im Abschnitt Birth by Sleep werden wir jetzt Ventus dritte Welt betreten. Das verwunschene Reich. Still no sign of Terra. Stop! You get away from her! What? Oh, I'm sorry. It's just, I've never seen anyone so beautiful. Who are you? I'm Ventus. But you can call me Ven. Oh, you don't seem bad, dear. I'm certain you have a pure heart, just like our precious Aurora. Can you tell me why she's sleeping? Long ago, Maleficent cursed her. Now she's stolen her heart. Well then, why don't I go get it back for her? That's impossible, dear. Maleficent's home is at the Forbidden Mountain. It's not safe. I'm not afraid. We can't just leave Aurora like this. I can help. You gotta believe me. Come on, let's go get her heart. You know, you're absolutely right. The Forbidden Mountain is through the forest. Come along, follow us. After all, we wouldn't want you to get lost. Verwunschenes Reich, Enchanted Dominion. Aber wir werden erstmal uns ein bisschen stärken. In Sachen Kommandos und so weiter. In Kommandodex, was haben wir da an der Kommandofusion? Wir haben sehr viele Level 3er Kommandos, die ich offscreen einfach mal dann gelevelt habe. Wieder könnten wir weiter fusionieren. Und zwar zu Vitra. Und ich würde das machen und den Null Erfahrung Aero dafür mal weggeben. Und was nehmen wir denn dafür? Wir nehmen einen Zeitkristall, um eine Attackenhass zu machen. Genau. Okay, hatten wir noch weiteres? Sturmlauf, Schwertlauf, das lässt sich wahrscheinlich alles nur mit Feuer kombinieren. Ah! Schwertwurf. Aber der Schwertwurf und Sturmlauf könnte mit Hilfe des Luna-Kristalls. Nein, warte mal. Das ist bloß für LP-Kugeln und so weiter. Ach nee, steigert das maximale Leben. Das könnte sein. Heilkunde. Der Rachewurf mit Heilkunde. Echt? Den Rachewurf konnte ich so fusionieren? Das wusste ich gar nicht. Die Betäubungsklinge und Feuer wird uns zu dem Feuerschlag verhelfen. Und wenn ich dort einen Luna-Kristall ansetze, kriegen wir, glaube ich, auch nochmal... Na, Vitalität. Das ist gut. Okay. Ich muss nur merken, dass ich das, wenn ich offscreen nachspiele, dann auch genauso fusioniere. Okay. Das heißt, wir werden unser Deck jetzt komplett nochmal umkrempeln. Mit Eis, Vitra, Antigraf... den Wicht können wir weglassen, den Feuerschlag nehmen wir da und statt den leeren Slot werden wir jetzt hier beim Mogri ein weiteres Vitra kaufen. Wird schon... Ach nee, dann halt nur ein Vita. So, mehr können wir uns nicht kaufen, das soll dann reichen. So, und daraus machen wir dann Vitraga. Nein, Vigra heißt das, oder? Ah, wie hieß es denn hier? Vitraga, glaube ich. Oder Vigra. Ich. Ja. Das mit dem Rachewurf ist übrigens sehr sinnvoll. Ich meine, den habe ich doch schon. Aber ich werde jetzt den ausrüsten, weil der Heilkunde hat. Wenigstens hilft uns dann dieses Kommando weiter. Ich könnte den anderen eigentlich verkaufen oder weiter fusionieren. Aber ich glaube, wenn man ihn fusionieren kann, kann man ihn, glaube ich, auch weiter fusionieren. Der bringt mich zum Dach. Genau, dort will ich hin. Wegen Natur. Schlaf. Das ist gut. Habe ich jetzt überhaupt Vita drin? Gut. Items. Wir werden jetzt mal das neue Schlüsselschwert ausrüsten. Dieses hier. Hat zwar eine geringe Reichweite, aber ansonsten gute Werte. Und unter Status. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt das Abschlusskommando von Ventus.
Ja. Und ich benenne das einfach mal um. Sein Abschlussangriff. Was ist denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum nicht? Ich finde die Namen, die ich wähle, zwar immer erst blöd und frage mich, warum das... Sollte das nicht groß sein? Ach, egal. Ich denke mir dann bloß immer, die Namen, die ich wähle, sind kacke. Sind sie im Prinzip auch. Aber statt dass ich jetzt hier 30.000 Jahre rumhantiere und überlege, nenne ich ihn lieber Wild Fury, auch ohne zu wissen, was er ist. Die wilde Wut. Warum auch immer. Ich könnte auch Angry Fury nehmen, die. Ist ja schon fast die wütende Wut. Mann, so dämlich. Eis. So, was haben wir denn an den Dings noch? Cinderella und Schneewittchen. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir die aufzuleveln. Gerne doch. Okay, meine Aufnahmesession wird nicht mehr so lang gehen. Deswegen werde ich mal versuchen, mit Ventus auch schön weit zu kommen. Ich dachte, da wäre ein Level-Up-Charm gewesen. War eher Wunschdenken. Oder doch ein Wunschkreisel. Ah, you see what I did there? I don't want to be honest. Okay, ich glaube, ich konnte gerade sowieso gar nichts sehen. Schon gar nicht, was ich da getan habe. Lass mich den Traumfunken noch einsetzen. So. Okay. Gut, das sollte uns dann helfen, weiter zu kommen. Ja, stimmt, das war ja die Fehlheilung. Naja, haben wir im Prinzip ein zweites Vitra. Es ist nur ein anderes Wort dafür. Und das hier ein anderes Wort für Barrierensturz. Eine Fähigkeit, die eigentlich nur Aqua hat. Naja, aber auch mit dem Aqua-Denik haben wir sie. Cinderella ist ziemlich ähnlich zu Aquas Attacken. Verbrauchen wir keine weitere Energie und gehen weiter. Ich werde wahrscheinlich eh einen leichten Überlänge-Party rausmachen. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 10 Minuten, oder? Ja, so ziemlich. Wegen Cutscene, die es da noch zwischendrin gab. Zwei Parts. Das wird nicht reichen, um diese Welt fertig zu machen. Vermute ich mal. Wild Fury. Hey, das passt sogar. Er schlägt wild auf den Gegner zu. War also doch die Attacke, die ich im Sinn hatte. Okay. Öffnen. Supertrank. Wir sind im Pokémon. Wir brauchen Supertränke. Und dann eine Top-Genesung. Okay. Gegen euch setze ich aber keine Heilungskommandos und so weiter ein. Den Graf, damit du auch schön Graf von und zu Luft bleibst. Oh mein Gott. Die Wild Fury hat ja gar nichts getroffen. Das kannst du mir doch nicht antun. Wir halten sehr viele Riesenmandeln. Und die Wild Fury hier trifft besser. So, wir können es nicht besiegen, aber sehr viele Materialien daraus kriegen. Naja, Materialien, das sind, glaube ich, alles für Eiscreme-Mixen oder was? Für irgendwas war das. Irgendwas, was ich nie so sehr gemacht habe. Blitz! Das ist eigentlich ziemlich gut. Das Kommando fehlte mir sogar so ziemlich. Okay, wenn wir keine weiteren Kisten haben, begeben wir uns in die Mitte und schlagen noch ein paar weitere feurig zu Brei. Dann ist er wenigstens auch schön heiß, der Brei. Oh, das ging ja doch nicht so weit, wie ich dachte. Diamond Dust. Der gute Kommandostil. Vita. Wertfall. Abwehren. Oh, das war knapp sogar. Und Diamond Dust. Was machst du denn eigentlich da? Stehst dort einfach so, wie bestellt und nicht abgeholt. Meine Güte. So, und für die nächsten habe ich dann wieder den Cinderella D-Link geplant. Damit wir auch schön viel aufleveln. So, kann das nicht nur alles helfen. Aber die meisten Dinnings werde ich eh nicht einsetzen. Aqua und Terra waren die wichtigsten. Für Terra selbst dann noch den Dinning von Manifiz, den kann man auch gebrauchen. Und die anderen sind eher Standard. Der Mickey Dinning wird später noch gut. So, da haben wir noch mehr. Ich nehme mal die Feenheilung in Beschlag. Und den Feenschritt. Der Feenschritt tritt dir gleich in den Schritt. Komm näher. Na gut, hat schon gereicht, die Reichweite. Da bin ich froh. Aber der Rest des Kommandos wird doch nur daneben gehen, weil das Ding ist doch schon tot. Ja, dachte ich mir auch. Dann lassen wir's.
So, hier kommen noch welche, in denen ich noch ein bisschen denen Energie verprassen kann. Oh, Level 1. Yay. Hoffentlich verschwindet der nicht. Ich habe in der Aqua Story auch schon mal Level 1 mit dem Schneewittchen Cinderella Demon gehabt. Und der sieht übrigens aus wie ein Tanga. Ah! Warte, warte, fehlen Heilung. So. Aber auf merkwürdige Weise ist er verschwunden, deswegen habe ich den quasi zweimal gesammelt. Okay, das war schon eher knapper. Wir wären fast gestorben an dieser Stelle. Dämlicher Fatty McFatFat. Ach, lass das doch bitte. Und friss den Kreisel. Aber fett. Ich habe noch mehr Kreise vor euch. Oh, das war knapp. Naja, knapp her. Nicht ganz so knapp, wie es sein könnte, aber... bedrängend, sagen wir es so. Und Gebiet wechseln. Nee, nee, nee. Es gibt hier sehr viel zu kämpfen in der Ventus Story, wenn man hier in der Welt ist, weil man alles von der Welt sieht, im Gegensatz zu allen anderen. Bei Aqua sieht man zum Beispiel das mit dieser Brücke hier nicht. Naja, schon, aber da ist diese Brücke hier ein bisschen anders. Und das werdet ihr noch sehen. Bei Aqua ist die letzte, die diese Story hier hat. Bei Terra habt ihr schon gesehen, was man da alles sah. Da kam man auch bei dieser Brücke nicht weiter. Also nie ins Schloss. Und Ventus ist der Einzige, der wirklich in allen Gebieten unterwegs ist hier. Das betrifft aber nicht alle Welten. Ich meine, er war niemals im Schloss bei Cinderella. Er war nur im Haus unterwegs. Dafür waren alle anderen nicht im Haus unterwegs. Naja. Nur mal so. Einfach mal so in den Raum geworfen. Als eine Anmerkung. Mann, dieses dämliche Aufstoßen, das ich hier die ganze Zeit habe, nur weil ich was gegessen habe. Das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt die Waldfury gegen euch einsetzen, um euch zu schaden. Logischerweise nicht, um euch zu tätscheln. Ich habe noch den Terra-Demon nicht. Hatte ich das nicht geschafft? Ich weiß, dass ich beim Neuspielen stets darauf geachtet habe, alles so zu lassen wie in der Story. Das bedeutet, ich muss den ja auch nie gehabt haben. Dann versuchen wir das doch. Vielleicht war es auch zu gefährlich. Ich verstehe gar nicht, wieso. Vielleicht, weil wir kein Heilkommando hatten. Egal, wir versuchen es nochmal. Diesmal haben wir mehr zu metzeln. Wenn wir mit der Brücke fertig sind, beende ich den Part. Ganz einfach. Ich weiß, dass wir schon über der Zeit sind. Ich sehe es hier auf der Uhr, die ich hier an meinem PC hier habe. Ich nehme Birth by Sleep auf einem kleinen Bildschirm auf. Naja, er ist immer noch größer als ein PSP-Bildschirm. Und wegen dem Mikro kann ich meine PSP nicht angucken, aber zum Glück läuft hier nichts zeitverzögert. Zum Glück, wirklich. Okay, den Sturmlauf. So, können wir gerne noch einsetzen. Und jetzt gibt mir schön ein Level ab. Der Abschlussangriff ist irgendwie ein bisschen... Der hat ja keinen Namen von Terra. Kann ich auch nicht benennen. Antigraf. Na komm schon. Das ist gut. Das ist wirklich Terras nützlichste Attacke. Quasi wie Aquas Magnet. Oder Ventus Aero. So eine Attacke braucht jeder in seinem D-Link. So, den Sturmlauf. Und damit du auch ja die Fresse hältst. Die Klappe. Entschuldigung. Wieso sage ich eigentlich immer die Fresse in letzter Zeit? Ich weiß nicht. Das war's? War ja enttäuschend. Ich habe keinen Level-Up erzielt. Ich glaube, der Terra-Denik will einfach nicht. Dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Dragline ist over and out. Und kommentieren nicht vergessen. Tschüss.